Willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar geht es heute darum, wie viel JP mit YouTube in etwa an Geld verdient. Ich habe da mal zwei Videos hier vorbereitet. Wir schauen mal kurz rein, was die zwei zu sagen haben. Ich habe auf jeden Fall meine eigene Rechnung, die in etwa auch hinkommt. Ich rechne es ganz einfach 1 Euro pro 1000 Klicks. Im Durchschnitt kommt es auch relativ gut hin. Fast bei jedem, okay, der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Ihr müsst auch so überlegen, der eine hat einen Adblocker, der andere hat auf einem Video fünfmal Werbung geschalten. In etwa kommt man dann auf einen Mittelwert von 1 Euro auf 1000 Klicks. Das kommt in etwa hin. Und ja, wir schauen mal kurz hier rein. Der Junge hat eine relativ schlechte Bewertung, also ausgeglichen. Ja, mal schauen, was der sagt. Also Leute, wie viel verdient er denn, unser JP? Okay? Also ich möchte mal behaupten, dass ich das so ein bisschen recherchiert habe, und ich weiß es nicht exklusiv von Ihnen, das ist meine Meinung, das ist meine Recherche. Ich denke es mal, es ist so vorweg, ich schaue mir ganz gerne seine Videos an, das ist ein super Typ, und finde auch, dass soll das Eisen so lange schmieden, solange es heiß ist, und so viel Zaster rausholen wie möglich, okay? Also ich denke, er wird so 60.000 im Monat verdienen, aktuell mit den Klicks. Wie komme ich drauf? Ja, also die früher war es sogar deutlich mehr, da wird es wahrscheinlich das drei, vierfache wäre es gewesen vor ein paar Jahren. Aber dadurch, dass so die Community YouTube so groß geworden ist, auch so viel gewachsen ist, weil die Werbeeinnahmen sind gigantisch, was YouTube macht, okay? Aber die können nur ein bestimmtes Budget auch verteilen. Ja, aber es gibt momentan so viele Videos, dass das immer ein bisschen weniger wird. Dieses ganze Budgetvolumen wird immer etwas knapper. Es wird, das Volumen wird zwar größer, aber die Masse an Videos wird mehr. Dadurch werden auch nicht in jedem Videoclip auch eine Werbung geschalten. Vor allem bei den Kleinen nicht. Bei den Größeren schon eher, weil die haben eine viel größere Reichweite auch. Ja? Das ist ja dann, das wollen die auch nicht, ne? Dass die Reichweite bekommen dadurch. Und JP macht 2 Millionen Klicks pro Tag aktuell. Das heißt, er macht Roundabout. Also, dazu muss ich jetzt sagen, das Video war vor einem Jahr, aber ich denke, dass es in etwa immer noch hinkommt. Also, wer das genauer wissen möchte, der sollte sich heute mal den Aufrufestand vom ganzen Kanal aufschreiben, auf der Kanalinfo, und nach einem Tag halt mal wieder und meinetwegen dann nochmal einen Tag. Dann wisst ihr, was im Schnitt so dabei rumkommt. Ich meine, ein neues Video macht so in etwa 500.000 Klicks. Und plus die ganzen alten, ich meine, die haben über 1000 Videos. In etwa 2 Millionen, denke ich, kommen da gut hin. Ja, hören wir mal kurz weiter rein. 2000 Euro pro Tag. Schlussendlich irgendwo rund 60.000 Euro im Monat mit YouTube. Verrückt. Hierzu muss ich sagen, also das kommt schon in etwa hin. Wie gesagt, er rechnet so wie ich, 1 Euro auf 1000 Klicks, und das kommt auch im Endeffekt hin. 2 Millionen Views wären in etwa 2000 Euro mal 30 Tage im Monat sind in etwa 60.000. Könnten 50.000 sein, könnten 100.000 sein. Aber im Endeffekt eigentlich gut gerechnet. So hätte ich es jetzt persönlich auch gerechnet. Platzierung und so weiter würde er richtig abzahlen, denke ich mal. Und das weiß ich natürlich nicht. Ich hoffe, dass er damit genug Taster reinkriegt, dass ihn Mercedes zuschüttet mit Kohle und was auch immer. Er macht das echt gut. Er ist ein super sympathischer Typ, hat jeden Cent verdient. Und wir schauen ihn ja auch ganz gerne an. Also deswegen klasse, und hoffe, der macht das auch immer so weiter und auch jeden Tag ein Video und so weiter und so fort. Aber der macht jetzt an den aktuellen Videos unterschiedlich, aber so zwischen 800.000 Klicks und 200.000 Klicks sind wir in 24 Stunden. Und danach wird er noch weiter geklickt, ne? Und insgesamt für 2 Millionen pro Tag. Und Baby, du das alles nochmal toppen. Okay, sie macht so rund 5 Millionen Klicks am Tag. Über 5 Millionen pro Tag. Okay. Das heißt, mal so und so viele Tage sind es 150.000, sind es mindestens, meine Meinung. Ich habe es nicht exklusiv von Baby. Denke eher so um die 200.000, ja. Natürlich alles brutto, ne? 200.000 Dollar. Okay? Und Produktplatzierungen, sie mit der Werbung, was sie machen kann, das ist ja Wahnsinn. Kosmetika, das ist ja, die hat ja Milliarden-Dings, und die macht das echt gut. Sie ist jung, sie hat das echt drauf, und sie hat jeden Cent auch verdient, ja. Und klasse, wie sie das macht. Meine Tochter schaut sich das an und sie schmiedet das Eisen richtig gut. Richtig Okay, gut. ich glaube, das war es hier an der Stelle von JP. Der schwätzt noch ein bisschen über Bibi oder so. Im Endeffekt an sich kommt es echt hin.
Hier hat es auch in etwa geschrieben, 1 Euro bis 1,20, ja, kommt schon hin auf 1000 Klicks. Ja, ich meine, andere haben da auf jeden Fall eine andere Meinung. Ich hätte es jetzt gleich gerechnet, von dem her trifft es gut meine Meinung. Habe jetzt noch ein zweites Video vorbereitet, wir hören mal hier rein. Das ist als erstes mir vorgeschlagen worden, wenn ich das in der Suche eingegeben habe, wie viel JP in etwa verdient. Dann als nächstes war das andere Video. Wir hören mal hier kurz. Wie ich mit diesem einfachen Artikel hier, ja, innerhalb von Ich meine, 29 Tagen mehr als 6.000. Im Endeffekt wisst ihr eh nicht ganz genau, wie viel er verdient. Es sind ja nur Vermutungen etc. Also von dem her, man kann ja ein bisschen spekulieren. Und im Endeffekt, 1 Euro auf 1000 Klicks kommt schon eigentlich ganz gut hin. Ich lese mal kurz hier den angepinnten Kommentar. Der Steuerberater von JP hat das Kind. Bla bla bla. Okay. Ja, hören wir mal hier rein. Der wird hier auf jeden Fall gut gehatet in den Kommentaren. Hör mal kurz rein. Mann, es geht 7 Minuten. Genau beantworten können. Dieses Video richtet sich eher an Personen, die noch nicht so viel mit BWL zu tun hatten und sich noch nicht so sehr für das Unternehmertum interessieren. Sich aus mehreren Dingen zusammen, aus Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnung. Dafür gehen wir auf bundesanzeiger.de, öffnet sich hier die Seite und wir können im Suchfeld JP Performance eingeben, ohne die NDH wieder drauf schon. Machen wir mal. Und dann öffnet sich eine Seite, wo ganz oft JP Performance GmbH Dortmund steht. Also wissen wir, das ist die richtige JP Performance GmbH. Dann sehen wir hier beim ersten Eintrag oben Jahresabschluss zum Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2016. Das ist so das typische Geschäftsjahr einer GmbH. Muss aber nicht in diesem Zeitraum liegen. Und dann sehen wir Veröffentlichungsdatum am 6. Scheiße, diese Frisur, die erinnert mich an den einen oder anderen Führer. Scheiße. Ja, okay. Ja, 2018, also noch gar nicht so lange her. Letzten Monat hat er das veröffentlicht. Und dann klicken wir hier auf diesen orangenen Text. Müssen noch eine Sicherheitsabfrage abgeben, so ein Capture beantworten, beziehungsweise eintragen. Und kommen hier dann auf den Jahresabschluss der JP Performance GmbH. Bevor wir uns diese ganzen Zahlen hier angucken, noch kurz was zu einer GmbH. Ist ja wie gesagt eine Kapitalgesellschaft. Und ja, die setzt sich aus, wenn das jetzt mal so zwei große Bereiche zusammen. Einmal die Gesellschaft, das sind die Eigentümer einer GmbH und dem Geschäftsführer, der die GmbH. Das ist ja wie im Schulunterricht hier. Wie gesagt, hier nur eine Kurzanalyse, wir werden das auch nochmal weiter analysieren. Der Geschäftsführer Jean-Pierre Clément. So, jetzt räumen wir dann nach oben. Ich blende hier ab und zu ein paar Dinge dann ein. Da sehen wir, dass sich eine Bilanz aus aktiver und passiver zusammensetzt. Da kann man ganz einfach erklären: passiver juristische Person, das heißt, wenn man eine GmbH gründet, und aktiver Mittelverwendung, also das Geld, was in der GmbH drinsteht. Bruder, komm zur Sache, was macht es hier? Ja, durch Gewinne etc. verdient, stecken in den Vorräten 26.000 Euro. Was sind Vorräte? Das können beispielsweise ja, Auspuffanlagen, also von Autos habe ich nie so viel Ahnung, trotzdem gucke ich mir seine Videos gerne an. Auch die Technikvideos, ich habe keine Ahnung, was er dann da immer rumredet, aber ja, ist einfach echt eine gute Unterhaltung. Also jetzt hier in so Abgasanlagen, Auspuffanlagen, ganz genau, wie das richtig heißt, Felgen, das sind halt sowas wie Vorräte, die er dann später weiterverkauft. Deswegen hat man das auch Umlaufvermögen. Und dann sehen wir hier, um eure Fragen bzw. den Titel des Videos zu beantworten, bei Punkt 3, Kastenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks. Und da sehen wir im Jahr 2016. Also, ich wusste gar nicht, dass die Bilanz veröffentlicht wird oder dass das allgemein öffentlich ist. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie das bei einer GmbH ist, aber okay. Ich wusste jetzt nicht, dass die Bilanzen einfach öffentlich gestellt werden. Was da steht ja im Endeffekt echt alles drin, was du verdienst, was du ausgibst, dies, das, Ananas. Also am 31.12.2016
Also an diesem Stichtag hatte die JP Performance GmbH und somit auch JP, da er allein Eigentümer ist, soweit es mir bekannt ist, 865.228,59 €. Also, kein Clickbait, ich habe es euch auf den Cent genau beantwortet. JP Performance hat über 865.000 Euro bei ja, Banken oder sonstigen Kreditinstituten gehabt. Und wenn man nochmal das, gucken wir mal das letzte Jahr, das seht ihr in der rechten Spalte daneben, da hat er 535.000 Euro, also auch schon eine 500.000. Das heißt, er hat sich um 330.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, und am gleichen Tag, 31.12.2019, gesteigert. Also echt super, was der da auf die Beine stellt, der JP Performance. Einmal natürlich in der Autoszene und sowohl als Unternehmer. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Analyse mit. Okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Also das Video ging darum, wie viel er mit seiner Firma verdient hat. Ja, zu den Zahlen kann ich jetzt gar nichts sagen. Könnte stimmen, könnte auch nicht stimmen. Das kann ich auf jeden Fall jetzt nicht so sagen. Für mich ging es eigentlich nur darum, wie viel er im Endeffekt mit YouTube in etwa verdient. Ich fand das erste Video da relativ gut. Er hat es relativ gut auf den Punkt gebracht. Ich hätte es ja gleich gerechnet. Von dem her bin ich da einer Meinung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt euch vielleicht im Endeffekt grob vorstellen, was er mit YouTube verdient. Ich meine, was er so alles verdient, diese etliche Werbeeinnahmen, hier Mercedes, hier keine Ahnung was, das kannst du jetzt so nicht ausrechnen, aber ist eigentlich schon relativ interessant, was er nur mit YouTube macht. Und in diesem Sinne, folgt mir auf Instagram, abonniert gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video. Peace.